Klaus Dieter Wollitz, der Spielplan für die dritte Fußballliga ist gerade veröffentlicht worden. Energie Cottbus empfängt zum Auftakt Hansa Rostock. Wie gefällt Ihnen das? Ja, ich sag mal so, für die Fans ist das ja schon ein schönes Spiel, bedeutendes Spiel, große Rivalität. Ich denke, dass da eine hohe Zuschauerzahl erwartet wird und ist aber auch direkt eine Standortbestimmung. Hansa Rostock hat letztes Jahr schon eine sehr gute Rolle gespielt, waren bis zum 28., 29. Spieltag richtig dabei, sogar um den Aufstieg zu spielen oder zumindest einen Relegationsplatz zu erreichen. Haben dann den einen oder anderen Punkt liegen gelassen, sind aber trotzdem am Ende mit dem sechsten guten Platz als Sechster aus der Liga gegangen. Haben jetzt sich nochmal neu aufgestellt, neue Veränderungen vorgenommen. Sehr ambitioniert gehen sie mit dem Wort Aufstieg um. Und von daher wissen wir dann gleich, was uns in der Liga erwartet als Neuling. Deswegen Neuling. Bei uns sind ja fast alle Spieler, die wir im Kader haben, haben noch nicht Drittliga erprobt, bis auf 3-4 Ausnahmen. Aber die haben dann auch nicht so viele Spiele gemacht, dass man sagt, okay, das sind dann gestandene Drittligaspieler, bis auf Kruse und Stein. Ein bisschen noch Scheitauer, ein bisschen noch Baude und ein bisschen Graudenz. Also von daher freuen wir uns, aber wir wissen aber auch um die Schwere des Spiels. Jetzt, wo der Spielplan raus ist, wird das ja noch greifbarer alles. Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten? Welche Gegner? Möglicherweise Osnabrück oder auch den Betzenberg? Nee, erstmal freue ich mich ja darauf, dass es Profifußball ist. Ich glaube, dass wir dann auch auswärts immer vor relativ vielen Zuschauern spielen dürfen. Zu Hause denke ich auch mehr als in der Regionalliga. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, dass dann auch wieder gefragt ist, individuell, taktisch, sich von Spiel zu Spiel auf den Gegner neu einzustellen. Das macht Spaß. Und dann freue ich mich darauf, dass wir den ersten Schritt von vielen Schritten gegangen sind und hoffen auch, dass wir die weiteren Schritte bestätigen, was wir uns in den letzten 2 Jahren erarbeitet haben. Wenn Sie so auf die Liga schauen, was sind Ihre Favoriten für den Aufstieg? Natürlich die Absteiger. Das ist klar. Braunschweig, Kaiserslautern mit dem Umfeld. Kaiserslautern hat weit über 10.000 Dauerkarten schon an Mann gebracht. Ich glaube, Braunschweig auch relativ hoch. 60 München als Aufsteiger ist kein normaler Aufsteiger. Sowieso dann, wenn ein Investor sagt, okay, ich gebe euch mal eben 2 Millionen in Genussschein, nur für Spieler, nur mal so eben nebenbei. KFC Uerdingen hat heute nebenbei nochmal 3 Jahre Großkreuz verpflichtet, was sie schon alles verpflichtet haben. Dann gibt es aber immer Überraschungsmannschaften. Ich denke, dass Wien Wiesbaden, genauso wie Rostock, eine sehr gute Rolle spielen kann. Karlsruhe, die dann knapp in der Relegation gegen Aue gescheitert sind, wird gut sein. Für uns wird es wichtig sein, unseren Weg zu gehen, gar nicht so viel nach anderen zu schauen, auch was sie an Spielern holen oder nicht an Spielern holen, was sie an Dauerkarten verkauft. Ich glaube, der eingeschlagene Weg könnte ein Faustpfand sein, dass die Mannschaft so auch zusammenbleiben will. Das sieht man in jedem Training. Ich habe wirklich das Gefühl, die wollen gar keinen neuen noch dazu haben, sondern sie wollen selber ihre Chance bekommen und ihre Chance nutzen, sich in der dritten Liga zu entwickeln, zu etablieren und dann vor Freude auch dementsprechend Leistung bringen. Vielen Dank. Sehr gerne.